Grüß Gott, meine Damen, grüß Gott, meine Herren. Herzlich willkommen hier bei der BASF an unserem Stammtisch-Info. Hier speziell eine Gerste. Das sehen Sie hier im Hintergrund schon. Ein Gerstenbild von unserem Versuchsfeld. Hier steht Revisolien Wintergerste drauf. Deshalb die Frage an den Thomas Böhringer hier, der neben mir sitzt schon. Nach dem Wegfall der Amischter Opti-Mischungen stellt sich natürlich die Frage, welche Gerstenfungizide bietet die BASF in 2021 an? Oh, jetzt habe ich vergessen, uns vorzustellen. Das ist der Rainer Koch, unser Beratungstechniker in Baden-Württemberg, kennt ihn viele von den Versuchsführungen in Tachenhausen. Thomas Böhringer zu meiner Linken, Verkaufsberater von Oberschwaben bis kurz vor Ellwangen. Und deshalb die Frage an Thomas, ich hatte schon gestellt, welche Getreide, Gerstenfungizide bietet die BASF in 21 an? Ja, Helmut, besten Dank. Ich darf Sie ebenfalls recht herzlich hier begrüßen. Auf der Folie sehen Sie, welche Produkte die BASF für 2021 anbietet, neben dem bereits im letzten Jahr eingeführten Revistar Flexity und Revitrex Comet bietet die BASF für 2021 zwei neue Produkte an, einmal im frühen Bereich des Balaya, da komme ich nachher noch dazu, und des Revitrex, plus diverse Kundenmarken über ihre Handelspartner. Balaya wurde im letzten Jahr zugelassen, enthält zwei Wirkstoffe, einmal Revisol und das F500 des Pyraclostrobin. Es ist in allen Getreidearten zugelassen. Wir gehen hier speziell auf die Gerste ein. In der Gerste erfasst es neben dem bekannten Dryncosporium speziell Netzflecken und die Ramularia, was in Süddeutschland von sehr starker Bedeutung ist. Es ist mit zwei Anwendungen zugelassen, jeweils 1,5 Liter. Schwerpunktempfehlung von uns ist im frühen Bereich, Stadium 31 bis 37 mit einem Liter. Empfehlung je nach Befallsgeschehe und den entsprechenden Prognosemodellen Xavio oder ISIP. Es hat sehr günstige Abstandsauflagen. Bereits ab 50% Driftminderung haben wir keinen Gewässerabstand, außer den 5 Meter, wo Sie sowieso einhalten müssen. Wir haben keine Hangauflage. Und es wird in zwei sehr günstigen Gebinden angeboten, und zwar einmal in 5-Liter Gebinde, gerade für Süddeutschland sehr wichtig, und in 10-Liter Gebinde. Als zweites Produkt des Revitrex. Revitrex ebenfalls sehr breit wirksam. Es enthält die beiden Wirkstoffe Revisol und Xemium, flüssig gemeinsam formuliert, Auffangmenge 1,5 Liter, Schwerpunktempfehlung Weizen und Gerste, und vor allem in der Gerste ist unser Schwerpunkt eindeutig die Ramularia, aber auch das Dryncosporium. Netzflecken noch dazu zu nennen, ebenfalls sehr günstige Abstandsauflagen, keine Hangauflage, und es wird wie das Balaya auch mit zwei Gebinden angeboten, 5 Liter und 10 Liter Gebinde. Ja, Thomas, ich glaube, neben den fachlichen Argumenten, die mir noch zu kommen, sind ja die Gebinde mit den 5 Liter, mit 3 bis 5 Hektar, das ist schon ein wesentliches Argument auch für diese Produkte. Ja, das war uns sehr wichtig, dass wir vor allem für Süddeutschland, auch für die kleineren Betriebe, auch ein 3 bis 4 Hektar, 5 Hektar Gebinde haben. War doch mit einem 10 Hektar Gebinde, kommen wir im Süden nicht ganz so überall klar. Und das kleinere Gebinde, denke ich mal, hilft uns hier im Vertrieb und auch Ihnen als liebe Landwirte, damit Sie weniger Restgebinde haben. Du hast auf der Folie, Thomas, 4 Gerstenfungizide vorgestellt, die man eigentlich einsetzen kann. Stellt sich natürlich die Frage, wie unterscheiden sich die Mittel? Welche Erfahrungen sind damit gemacht worden? Ich schaue mal rüber zu unserem Techniker Rainer Koch, der ja die meisten Versuche damit gemacht hat. Rainer, Wie nehmen wir es? Es freut mich, hier zu sein und natürlich dann auch die Versuchserfahrungen aus dem letzten Jahr Ihnen zeigen zu dürfen, die Empfehlungen dann, die sich daraus ableitet, uns anzuschauen. Vor allem, wenn man über die Gerste redet, reden wir über das Thema der Ramularia. Und hier natürlich auch mit dem Revisol eine neue Möglichkeit, die Ramularia an der Gerste zu bekämpfen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, was ein Revisol im Vergleich zum Prothioconazol denn leisten kann, bei uns im Süden, wenn es um Ramularia geht. Und auch die Wirkung vom Xemium, was hier denn noch an Leistung kommt, was man zu erwarten hat. Die letzten 3 Jahre haben wir das natürlich schon versucht und mit in die Zukunft geschaut, wie wir denn dann mit einem Revisol endlich arbeiten können. Das Ganze im Vergleich zum Prothioconazol unbehandelt als erste Spalte aufgeführt, die Ertrag bzw. dann die Ramularia auf der Linie. Sehen wir schon mal sehr schön mit dem Liter Balaya eine deutliche Reduktion der Ramularia, wo man dann das Niveau erreicht von einer vollen Aufwandmenge vom Prothioconazol.
Und dann haben wir noch zusätzlich die Steigerung vom Balaya von 1 auf die 1,5 Liter mit 150 Gramm Revisol draußen in der Fläche doch eine deutliche Wirkungssteigerung bei der Ramularia-Reduktion und natürlich auch eine Ertragssteigerung mit dabei einhergehend. Im letzten Jahr, einmal der gleiche Versuch, nur im einzelnen Jahr betrachtet, in der Kombination mit dem Xemium, mit der STAI-haltigen Produkte, wo ja auch das Thema der Resistenzdiskussion inzwischen Zeit da ist und immer weiter voranschreitet. Das Balaya mit dem Liter, die 1,5 Liter, die wir hier drin sehen, sehen wir hier wieder die deutliche Steigerung, je mehr Gramm Wirkstoff, je mehr Wirkung. Und dann aber in der Variante 4 mit dem Revitrex die Kombination aus Revisol mit Xemium, wo wir hier in der Ramularia die deutlichste Wirkungssteigerung findet, die gute Reduktion der Ramularia, einhergehend natürlich auch mit einem sehr hohen, mit dem höchsten Ertrag, den wir über Versuche abzeichnen können, sodass wir sagen können, jawohl, es macht Sinn, wir können Ramularia sicher bekämpfen. Wir haben bei uns im Süden die Möglichkeit, die Kombination Revisol mit Xemium, um auch hier in der Gerste die sicher zum Ertrag zu bringen. Ja, Rainer, man sieht sehr schön, dass halt das Xemium-Wirkstoff, dass der schon noch eine Wirkung bringt. War ja auch früher beim Adexa so, dass da die Hauptwirkung von Xemium kam und ergänzt mit dem Revisol in der Nummer 2, die 100 Gramm, da ist das Revidex mit 15% Befall, sieht schon top aus. Jetzt ist das ja eine Betrachtung von den Solo-Wirkstoffen und Sie als Landwirte haben ja in der Regel Kombinationspräparate. Das macht ja auch einen Sinn für ein breites Wirkungsspektrum. Und deshalb die Frage, Rainer, es gibt ja auch eine Versuchsserie mit Spritzfolgen, breitwirksamen Präparaten. Wie sieht es denn da aus? Genau, das ist eigentlich das große Thema, das vor allem für Sie draußen nachher von Entscheidung ist. Welches Produkt und wie setze ich das am besten ein? Und da schauen wir uns einfach auch mal wieder die Ramularia dazu an. Aus dem letzten Jahr nicht nur jetzt in Sorte, die nur auf Ramularia ansprechen, sondern einfach versucht, über das Gesamte das darzustellen, wie wir auch bei Ihnen draußen in der Fläche sehen. Unbehandelt Befall mit 82% Ramularia hinten raus. Und dann sehen wir es hier schon mal sehr schön und sehr deutlich mit der Revitrex, kommen wir runter auf 24%. Das heißt schon mal eine deutliche Reduzierung der Ramularia. Der Zusatz vom Komet hilft uns hier leider nicht viel weiter. Das heißt, die Thema der Strobilurine sind soweit, wenn es um Ramularia geht, in der Diskussion der Resistenz durch. Auch hier sehen wir es, die Wirkung kommt nicht mehr. Aber vor allem, wenn es um Netzflecker geht, macht es Sinn, ein F500 über ein Komet oder über ein Balaya, vor allem in den nördlichen Regionen, in die zweizeilige Gerste, in die mehrzeilige Gerste dann entsprechend mit einzusetzen. Was uns weiterhelfen kann bei der Ramularia ist der Zusatz vom Kontaktwirkstoff. Den haben wir derzeit aber nicht verfügbar. Von daher, um die höchste Wirkungsgrade zu erreichen, die wir derzeit erzielen können, sehen wir es auch hier markiert, die Vorlage mit einem Balaya, gefolgt von einem Revitrex. Das heißt, ich setze zweimal ein revisolhaltiges Produkt ein mit einer guten, vernünftigen Aufwandmenge und dann hier mit dem ersten Schlag schon mal die Ramularia mit rauszunehmen, die Netzflecke in den Griff zu halten und dann mit dem Revitrex sicher die Ramularia wegzunehmen. Und das Schöne, das Ganze sehen wir nachher in der Träge auch wieder mit. Unbehandelt mit 88 Doppelzentner, die Einmalbehandlungen steigern wir es dann auf die knappe 96 und durch die Doppelanwendung setzen wir nochmal 2 Doppelzentner Ertrag oben mit drauf, was uns natürlich auch in der Wachstumsreglerstrategie der frühe Vorlage und die entsprechende Nachlage mit dem Revitrex dann auch zum optimalen Bereich führen kann. Rainer, ich sehe, du hattest doch eben die Wirkungsverbesserung vom Balaya zu dem Vergleichsmittel bei der Vorlage. In der Bonitur, das sieht man hier auch im Ertrag, auch wenn es nur ein halber Doppelzentner ist, aber es sind immerhin 9 Versuche. Das ist so, wir haben das Thema im Revisol einfach ein neuer Baustein im Vergleich zum altbekannten wirksamen Proteokonazol, sodass es hier auch Sinn macht, mit dem Wirkstoff intensiv zu arbeiten. Er bringt uns doch einfach ein Stückchen weiter. Und das, was wir hier in den Zahlen sehen, können wir natürlich auch schön in den Bildern wieder zeigen. Eine unbehandelte Gerste Virini vom Kollege aufgenommen Anfang Juni, wo wir doch sehen können, der Blattapparat
ist von der Ramularia so weit dahingerafft. Da findet einfach keine Umlagerung, keine Eilagerung ins Korn mehr statt. Die Anwendung im Revitrex Ende April, jetzt muss man dran denken, 6 Wochen später ein Bild aufgenommen, eine sehr deutliche Wirkung, die man hier noch sehen können. Und natürlich, wie wir es vorher auch schon gesehen haben, wenn ich eine Vorlage setze mit einem Balaya, mit einem Revisol vorne drin, dann mit dem Revitrex in der Nachlage sehe ich über das Gesamte, über alle 3 Blätter, doch eine deutliche Reduzierung der Ramularia, die ich hier rausnehmen konnte. Fällt mir gerade an, Rainer. BASF hat gerne früher so ein Anhängsel-Top gehabt, ob Jubel-Top oder Opus-Top, aber das kann man schon sagen mit der Schwitzfolge, Balaya, Revitrex, schon eine Top-Gerste, oder? So passt es am besten. Und dann ist das Kürzel Top nicht mehr nur für die BASF, sondern für jeden Wintergerste-Anbauer da, sodass man sagen kann, jawohl, die Lösungen sind da. Ich kann eine Top-Gerste erzeugen, in Top-Erträge absichern und das auch über alle Jahre langjährig hinweg betrachtet, unbehandelt, die Einmalbehandlung dargestellt und dann auch über alle Jahre hinweg die Doppelanwendung doch mit einer sicheren Mehrleistung in der Erträge, sodass, wenn es drauf ankommt, das Maximale von der Fläche auszuholen, dass man hier auch eine saubere Lösung anbieten kann. Rainer, schönen Dank für deine mehrjährigen Versuchserfahrungen, auch das Interessante mit den Einzelwirkstoffen. Ich schaue mal rüber zum Thomas Böhringer. Welche Erfahrungen hat denn der amtliche Dienst? Du hast das Gebiet angrenzend zu Bayern, Ramularia Hochburg, wie sieht's aus? Ja, Helmut, vielen Dank. Mein, gerade aus Bayern kennt man ja die Ramularia-Problematik und wir haben hier nochmal die Ergebnisse des amtlichen Dienstes aus Bayern. Es ist schön, dass auch der amtliche Dienst die entsprechenden Varianten soweit abprüft, um Ihnen hier auch die Ergebnisse soweit zeigen zu können. Hier das Ergebnis von 4 Versuchen, verschiedene Sorten aus Bayern. Man sieht hier verschiedene Varianten, Einfach-Zweifach-Behandlungen, was schön ist. Alle, kann man sagen, bei einem Ertrag in der Kontrolle mit 90 Doppelzentner, alle guten Varianten kommen hier etwa auf 99 Doppelzentner. Und was schön ist, die Revisol-Varianten, die liegen circa ein Doppelzentner über den Vergleichsvarianten. Das sieht man sehr schön. Variante 8 und 9 geht der Balken am weitesten nach rechts. Das heißt, der Mehrertrag wäre hier am stärksten. Und in der Variante 13 haben wir die Doppelanwendung. Protiokonazol vorgelegt, Revitrex nachgelegt. Und auch hier die ertragswirksamste Variante. Was man hier aber dazu sagen muss, es war hier bei den meisten Varianten das Kontaktmittel Fulpan mitgespritzt worden, hat aktuell in der Gerste keine Zulassung. Von daher, das, was der Rainer vorhin gesagt hat, unsere Varianten bringen auch ohne den Kontaktwirkstamm die wirtschaftlichsten Mehrerträge in der Gerste. Waren ja ungefähr 2 Doppelzentner, wie wir beim Rainer eben gesehen hatten, durch das Kontaktmittel. Ja. Jetzt haben wir die Versuchserfahrungen von euch beiden vorgestellt bekommen. Vielleicht für unsere Zuschauer und Zuhörer nochmal eine Zusammenfassung von der Schwerpunktempfehlung. Thomas, bitte. Also in der Zusammenfassung, in der Empfehlung für Sie, empfehlen wir Ihnen für alle, die eine Einfachbehandlung machen, die 1,5 Liter Revitrex, Stadium Faunablatt bis Grenerschieber, die wirtschaftlichste Kombination aus bester Krankheitswirkung, optimalem Ertrag. Aber für alle Landwirte, die intensiv Gerste produzieren, Veredelungsbetriebe, intensive Bestandsführung, die höchste Erträge rausholen wollen, empfehlen wir Ihnen die Vorlage eines Balaya um der 2., 3. Knoter. Hier kann man sehr ideal auch noch einen Prodax als Wachstumsregler mitfahren und dann die Nachlage eines Revitrex mit 1,5 Liter zum Grenerschieber. Mit dieser Kombination erreichen Sie die optimalsten Erträge, höchste Erträge, beste Standfestigkeit für eine optimale, gesunde Gerste, damit Sie entsprechend auch die Erträge absichern. Vielen Dank, Thomas Böhringer. Vielen Dank, Rainer. Ich habe mal dein Versuchsfeld hier im Hintergrund. Sie sehen hier, wir haben immer so gut 1,5 Hektar von den jeweiligen Früchten. Rechts sehen Sie die Wintergerste. Und sehr verehrte Zuhörer, Zuschauer, damit möchte ich Ihnen auch mit unseren revisolhaltigen Fungiziden, speziell Balaya und Revitrex für 21 alles Gute wünschen. Das passende Wetter haben wir im Schnee bisher schon bekommen. Ich hoffe, es gibt noch ein paar Niederschläge und dann werden wir auch wieder gute Getreideerträge mit Balaya und Revitrex haben. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. BASF. We create chemistry.